Sie sind hier 21. Oktober 2018, 8.35 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marcel Schröter wurde in Japan 10. Urheberrecht Getty Images. Marcel Schröter fällt beim Moto2-Rennen in Motegi nach einer ganz schwachen ersten Runde weit zurück und wird 10. Philipp Hüttels Aufholjagd reicht nicht. Motorradpilot Marcel Schröter hat beim Moto2-Rennen in Motegi trotz einer guten Ausgangsposition enttäuscht. Der 25-Jährige aus Wilgertshofen belegte nach einer desaströsen ersten Runde nur den 10. Platz. Im Qualifying hatte sich Schröter noch den 4. Startplatz gesichert. Schröter erwischte zunächst einen guten Start, musste aber noch in der ersten Runde einige Plätze abgeben und wurde bis auf den 10. Rang durchgereicht. Danach fand der Carlex-Pilot keine Möglichkeit mehr, den Anschluss an die Spitze herzustellen. Stattdessen verlor er noch eine weitere Position. Für Schröter ist der 11. Platz die schlechteste Zielankunft der Saison. Als vermeintlicher Sieger durchs Ziel fuhr Fabio Quartararo. Speed-Up der Franzose wurde jedoch später wegen eines zu geringen Reifendrucks disqualifiziert. So gewann der Italiener Francesco Bagnaia vor seinem Landsmann Lorenzo Baldassari, beide Carlex, und dem Portugiesen Miguel Oliveira, KTM. Bagnaia baute seine Führung im WM-Klassement auf Oliveira damit auf 37 Punkte aus. Moto3 Oettel verpasst Punkte. Philipp Oettel ist zuvor beim Moto3-Rennen in Motegi nach einem schwachen Qualifying ohne Punkte geblieben. Der 22-Jährige belegte trotz einiger Positionsgewinne im Rennen den 16. Platz und verpasste die Punkteränge um etwas mehr als eine halbe Sekunde. KTM-Pilot Oettel war im Qualifying nur auf dem 22. Platz gelandet, arbeitete sich im Rennen aber zunächst nach vorne. Im Kampf um die letzten Punkte half ihm aber auch ein Sturz des WM-führenden Jorge Martin, Spanien, Honda, 6 Runden vor dem Ende nicht. Der Sieg ging an den Italiener Marco Bezzecchi, KTM, vom deutschen Team Crystal GP. Mit seinem 3. Saisonsieg rückte der 19-Jährige in der WM-Wertung bis auf einen Punkt an Martin heran. Bezzecchi setzte sich in der letzten Kurve gegen den Südafrikaner Derin Binder, KTM, durch der auch noch eine weitere Position an Lorenzo Dalla Porta, Italien, Honda, verlor. Von Sportinformationsdienst.